Hallo Leute, hier ist euer Giftgame. Das ist das neue Video im neuen Jahr schon mal, das erste. Ja, wir sind wieder im Bussimulator. Denke ich mal, wir reden nicht hier so lange weiter. Dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So Leute, da sind wir jetzt drin. Wir haben in der letzten Folge ja die erste Strecke hier gemeistert und so weiter, ja, und jetzt kommt die nächste Strecke natürlich. Wir können jetzt hier auswählen und auf Fahren drücken, wenn wir es wollen. Machen wir jetzt auch mal kurz. Nehmen wir unseren guten Bus hier, wir nehmen mal Hin- und Rückfahrt. Dafür auch alles hier machen und auf Fahren drücken. Ja. Und was habt ihr euch so vorgenommen im neuen Jahr? So weiter. Das wird jetzt interessant. So Leute, da sind wir nun im Game. Ja, wir werden jetzt erstmal unseren Kaffee erstmal trinken. Gehört sich immer so. Und dann werden wir jetzt mal den Bus vorbereiten für die Fahrt. Fangen wir mal das Tor hoch. So, hier nochmal der Schalter hier. Nutzen uns rein. Starten den Motor. Da haben wir es mit Absenken und so weiter. Okay, wir haben hier drin. Was ist das hier denn überhaupt? Kenn ich überhaupt nicht. Ja, hoffen wir mal, dass keiner einbricht. So. Dann fahren wir los. Was sagt das Navi hier lang? Wenn wir auch weiterkommen. Stiftgasse. So. Keiner bezahlen? Komisch. Dann fahren wir mal weiter. Wie gesagt, 2016 ist schon gut, aber ich schau mal nach, ob ich mir beim nächsten. St. Pauluskirche. Ich schau mal nach, ob ich beim nächsten Sale auf Steam mal mir 2018 hole. Das soll anscheinend ja auch gut sein. Glaube ich. Das war in der Bank. Scheiße, doch nicht. Ja,
noch genug Zeit. Das finde ich echt cool. St. Pauluskirche. Hallo, können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Eine neue Fahrkarte? Nächster Halt, Goethestraße West. Hier muss ich nochmal umstellen. Straße West. Hallo, können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Eine Einzelfahrkarte sind für nur. Okay. Ja. Vielen Dank. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Tut mir leid. Mein Gott, die Leute. Das hatte ich auch noch nie gehört. Der einfach die Tür aufhört. Nächster Halt, Blaue Straße. Kann man euch ja auch mit EC bezahlen? Okay, wir haben die Höhle. Hoffentlich hatten wir die Höhle. Meisenstraße. Dies ist der letzte Halt.
Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Und jetzt nach rechts abbiegen. Und warten. Geht ja alle mit ihren Händen herum, schön, ey. So. Die lachen auch noch. So, sind hier alle jetzt hier draußen? Ja, sind alle draußen, okay. Dann können wir auch weiterfahren. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie kann ich jetzt hier. Nächster Halt, Meisenstraße. Kann ich überhaupt hier drehen? Und ist das drin oder? Also, den haben wir schon mal. Und jetzt genau hier anhalten. Meisenstraße. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte. Hier, okay. Der sieht doch noch so jung aus, der Typ hier. Oh, danke. Einen schönen Tag. So alt. Thank you.
das wird Geld kosten. Ja. Zwei Fahrkarten, bitte. Zwei normale Fahrkarten. Danke, mein Lieber. So, dann ist ja die alte Stelle. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Einmal, okay. Danke. Einen schönen Tag. Ups. Na gut. Hat keiner gesehen. Ab 10 Cent Verlust gemacht. Aber auch hier. Nächster Halt. Na los, geht doch rüber. Pauluskirche. Geht rüber. Geht rüber. Besser aufpassen, mein Gott, ey, ich habe auch nicht überall auf dem Kopf. SAS. Und jetzt genau. St. Pauluskirche. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Ein paar Fahrkarten, okay. Die Leute haben ja fast ein Kleingeld.
Also man, ganz ehrlich, die Leute haben auch irgendwie nie Kleingeld, die geben mir nur Scheine und so weiter. Ich glaube, dass ich überhaupt noch Kleingeld habe. Ich bin an der Station. Hier ist die. Stiftgasse. Und bei der Antragsstation. Alles für den Aufschulden. Nochmal nachschauen, dann wird draußen. Ja. Und wir parken die Garage an. Gleich drin, gleich drin, gleich drin. Und wir sind fertig. Das war mal wieder die nächste Folge Bus Simulator 2016. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war ein gutes Video und so weiter. Ja. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja reinschreiben, was ihr euch 2019 vorgenommen habt. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag und so weiter. Bis bald und ciao.